und hoffe, dass die Schweine zu mir nach oben kommen. Gut, dann gehen wir nach oben. Vielleicht haben wir auf jeden Fall genug. Schweinespawn haben wir gefunden. Das hier müssen wir alles noch ein bisschen ausgleiten. Dann kriegen wir das auch irgendwann hin. Das wird alles noch hier ein bisschen schöner gemacht. Da kommen noch schöne Wände rein. Und wir begeben uns jetzt mal wieder hoch. Es ist auch helligster Tag, das ist auch gut. Und das ist eine Spinne. Oh, das ist ein Creeper. Und der ist tot. So. Creeper gekillt, Spinne gekillt. Jetzt brauchen wir noch kurz Eisen und Eisen haben wir da gebrannt. Super. Wir haben jetzt 16 Eisen, 4 Diamanten haben wir noch. Lapis und Redstone haben wir ohne Ende. Da haben wir Schwarzpulver, das brauche ich aber gerade nicht. Wir brennen uns mal 25. Ach, Gold haben wir auch noch. Siehst du, 5 Gold haben wir noch. Super, super. Und Obsidian, das haben wir auch gleich benutzen. Ein Eis nehme ich mal kurz. Ich bräuchte jetzt irgendwoher Krawel. Tintenbeutel, Schwarzpulver. Ach, da haben wir noch Krawel, genau. Auch als Feuerstein bekannt. Und da mein Feuerzeug. Tada! Und jetzt setze ich erstmal munter fröhlich den Baum hier in Brand. Ich hoffe, das greift nicht über, aber ich glaube nicht. Und wenn nicht, dann fangen wir mal von vorne an. Aua. Ich habe mich selbst angebrannt. Und dann, oh, hey, ich hoffe, das schlägt jetzt nicht bei uns. Oh, shit, okay. Genau das hatte ich eigentlich und ja, jetzt gucke ich einmal, vom Dach zu. Also wenn es überschlägt, dann brennen wir mit ab. Wuhu! Ich glaube, dann mache ich einen Thumbnail von. Yeah! Ich trinke Tee dabei. Okay. Ah, ist das schön. Er guckt nicht gerne bei Waldbränden zu. Ich gebe da nichts Befriedigenderes. Weiß ich nicht. Normale Menschen? Das könnte sein. Gut, dass ich mich da nicht dazu zähle. Das könnte durchaus stimmen. Super, dann ist der Baum auch weg jetzt. Dann können wir das endlich hier vollkommen als Creep-Hop als Zombie-Portal-Dings nutzen. Und ich würde sagen, den... Ach, guck mal, hier die Pilze verbreiten sich ja jetzt auf einmal. Das hat vorher nicht geklappt. Ja, ist doch geil. Na holla, die Waldfee. Na, kickst du mal an. Und Günther, der Stachelbaum. Na dann, jetzt kommt nämlich noch was, und zwar wollen wir jetzt unser Portal hier irgendwo hin. Die Frage ist, wo ich das hinbaue, weil wer sich mit Portalen auskennt, die haben die Angewohnheit, hässliche Geräusche von sich zu geben. Deswegen habe ich es ungern genau neben mir. Molke kennt das bestimmt. Ja. So. Nee, ich bin nicht so blöd und gucke und fall dann irgendwie nach hinten um. Sowas mache ich nicht. Meistens. Selten. Warum ich das jetzt hier so absichere, aus dem einfachen Grunde, wenn ich das Obsidian jetzt hier falsch hinbauen sollte, dann habe ich echt keinen Bock, dass mir das auf den Grund des Ozeans fällt, weil ich glaube, dass das wirklich das einzige Obsidian ist, was wir bekommen. Und wäre doch echt ungünstig, wenn es auf den Grund des Ozeans fällt. Ein bisschen. Habe gehört, das macht sich nicht so gut. So. Na dann, 1, 2, 3. Ich weiß, dass das normale Portale 2x4 sind, aber soweit ich weiß,
gibt es jetzt auch neue Portale, die man wesentlich größer gestalten kann. Man kann nämlich Portale meiner Meinung nach jetzt so groß machen, wie man möchte. Zumindest ist das mein Stand der Kenntnis. Das würde ich auch gerne ausprobieren, weil ich hätte gerne ein... Was war das denn gerade? Ach so, ich habe Hunger. Ah! Hilfe! Ah, ich sterbe an Aua! Ich sterbe an Aua! Deine Wortwahl ist mal wieder... Atemberaubend. Ja, Atemberaubend wird jetzt auch gerade... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hoffentlich habe ich nicht auf schwer gestellt. Ha! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Hatte es auf? Moment. Option? Normal. Okay, ich wäre sowieso nicht gestorben. Ich hatte kurz Bange. Ich glaube, weißt du, das habe ich gekonnt überspielt. Aber war kurz so. Hat niemand hat nicht gemerkt, dass du ein bisschen... hyperventiliert hast. Das ist mir auch gefallen. Kaum, gell? Ich weiß, bin Profi, sowas zu verbergen. Okay. Halt mich. Ich brauche noch ein bisschen Stein. Denn jetzt geht es gleich ab und so machen wir das jetzt noch schnell hier alles. Befestigen wir das noch alles. Und dann testen wir, ob es anspringt. Hoffentlich. Ich habe nämlich echt keinen Bock, das Portal wieder abzubauen. Ehrlich zu sein. Also. Ist auch wieder so ein Ding, da denkt man sich, hä, echt jetzt? Du hast keinen Bock, dieses Portal wieder abzubauen? Aber in der Tat. Kann ich nicht verstehen. Woo! Hat geklappt, das geht also wirklich. Man kann jetzt größere Portale basteln. Und ihr seht schon, das sieht echt gigantisch aus. Man kann die, glaube ich, so groß machen. Ich glaube, man kann die 40 mal 30 Felder kann man die maximal groß machen. Also, dass da richtig Gas durchfliegen können. Das ist auch der Sinn dahinter. Und jetzt schauen wir mal, wir gehen nicht mit all unserem Zeug in den Nether rein. Ich bin nicht bekloppt. Also, einmal nicht. Feuerzeug nehmen wir natürlich mit, falls drüben das Portal nochmal ausspringen sollte. Diamantaxt lasse ich hier, Spitzhacke nehme ich mal mit, Diamantschwert lasse ich hier. Und die Angel lasse ich hier. Das sind alles Dinge, die möchte ich ungern verlieren. Den Bogen eigentlich auch nicht, aber den brauche ich wahrscheinlich gegen Ghast. Na dann! Errungenschaft erzielt. Wir müssen noch tiefer. Ach, sieh mal einer an, dann der war es normal. Ich dachte auch, dass wir jetzt hier auf so eine Insel stoßen. Oh, dann der war es ganz normal gemacht. Und da sehe ich gleich das erste... Erz. Das ist ja geil. Ja, warum sollte der Never jetzt auch eine Insel sein? Das war doch... Es gab doch bei Minecraft schon mal so ein Inselzeugs, wo ja, da war der Never auch eine Insel. Auch haben. Da war der Never auch eine Insel. Ey. Ja, ja. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, gut. Never wird bestimmt Insel sein, aber nö. Ich bin auch ziemlich sicher hier rausgekommen. Ich möchte ungern hier runterfallen, aber ich möchte mal gucken kurz. Ganz schnell flieger. Da hinten ist ein Slime. Und was für ein Riesenvieh. Flup. Und ich bin Level 30. Da ist ja noch einer. Was geht denn hier? Und ein Gas höre ich schon. Na klasse. Ist ein gastlicher Besuch hier. Gut, wir gehen mal wieder. So.
Ja, das ist natürlich geil. Wir haben jetzt gleich mal 12 Nemmerquarz genommen. Das ist natürlich noch gar nichts. Es sieht richtig geil nach Quecksilber aus, ey. Cool. So, machen wir uns mal 3 Quarzblöcke draus. Einfach was können. Wie sehen die hier so aus? Sieht leicht nach Marmor aus. Kann man bestimmt was Cooles mit basteln. Ich leg's aber erstmal hier rein. So, ein bisschen davon haben wir mitgenommen. Ja, das war, ich wollte es nicht zu lang bleiben. Oh, komm, wir basteln jetzt gleich weiter zu einer Base, dann traue ich mich auch mehr. Und ihr habt doch gesehen, es war mega dunkel im Nether. Also das war auch der Grund, warum... Warum habe ich Stein gebrannt? Manchmal denke ich mir echt so, was tue ich eigentlich? Es geht in Wolke sicher auch nicht anders. Wenn wir uns treffen, dann habe ich wieder meinen Rabbel, dann denken sie sich auch so, yo. Mann, was willst du denn, ey? Ich sag's ja so, ich gehe, ich weiß, das ist jetzt wirklich unverständlich, aber ich gehe ungern mit ohne, auch ohne mit. Oh, hast mal abgesagt. Ich gehe ungern ohne Rüstung in den Nether. So eine Angewohnheit von mir, dass ich das echt nicht gerne ohne Rüstung mache. 6 tot. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht so. Da, ja, kann ich Ihnen jetzt eigentlich nicht so zustimmen. Ach so, na gut dann. Und mit Steinbau, mit Stein baue ich das jetzt hier aus einem einfachen Grunde. Gas haben zwar eine Explosionskraft, Explosionskraft von Gas ist aber nicht so stark, dass es zerstören kann Stein. Kann nicht zerstören Stein. Darum, ich baue ein kurzes Haus aus Stein und wir sicher sein vor Gas. Vor Gastigen. Ich bin jetzt, wenn ich von so einem Alien rede, so. So ein Yeti aus geraumer Vorzeit. Ein russischer Yeti. Wer mag sie nicht? So. Hier hinten baue ich da mal zu. Brauche ich eh nicht. Und im Endeffekt sprengt mir der Gast noch das Portal aus. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt so die Lust dazu. Ich weiß, auch das ist unverständlich. Nee, nee, nee. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Holz. Da können wir uns gleich mal eine Kiste hier hinbauen. Und eine Tür. Boah, wird ja gleich, es ist ja fast gleich hier so ein Zuhause hier. Was wollen wir mehr? Wir haben eine Wand, wir haben eine Tür und wir haben eine Kiste. Für alle, die es nicht wissen, im Nether sollte man sich übrigens nicht schlafen legen, es sei denn, man hat Lust dazu, in die Luft gejagt zu werden. Das ist für mich so der typische Effekt, wenn man sich im Nether schlafen legt. Dann gibt es einen kurzen Bumm, dann ist man tot. Hab ich nämlich mal gemacht. War das ein Let's Play oder war das so? Irgendwann hat sich mich beim Nether schlafen gelegt und dann ging es so BOOM! Da war ich tot. So, auf nach draußen. Hey, Welt! Wäre so die passende Reaktion gewesen. So. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Ist einfach schön. So eine rote Lavalandschaft des Todes und mittendrin so ein Steinklotz, was meine Behausung darstellt. Das erweckt einfach Heimatgefühle. Ja. Besser als nichts. Wir hatten damals nichts anderes. Meine größte Angst im Nether war immer, auch wenn ich im Peaceful gespielt habe, die Lava zu fallen. Das ist einfach so assi.
Du kannst ja dann aber trotzdem sterben, wenn du auch mit dem Peaceful bist. Ja. Ist echt dunkel hier, ey. Warte mal. Okay, ich glaube, ich spiele mit normalem Shader in der... Ich dachte gerade, das wäre eine Festung da hinten. Ich glaube, ich spiele ohne Shader im Nether, weil ich glaube, sonst fliegen wir mächtig auf die Fresse. Das ist ja so dunkel, man sieht da direkt die Hand vor Augen nicht. Bevor dass ich mein eigenes Auge sehe. Ich sehe mein eigenes Auge nicht, nein! Wir werden alle sterben. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Hey Freunde! Na, wie geht's? Greift mich bitte nicht an. Nicht angreifen, hast du gehört? Ich bin in friedlicher Absicht hier. Ne, ich bin in so einer Gruppe von diesen Zombie-Schweinen gelandet, deswegen. Ich wäre jetzt nicht so entzückt, wenn die mich angreifen, weil dann bin ich sofort tot. Oh, schon Lava-Slime, genau neben mir. Und wie viel Zeug hier hast du, wie viel Quarz? Übelst geil. Super geil. Super, super geil. Oh yeah. Schleim? Super geil, super geil. Schleimi! Das hätte ich dir beinahe hier runtergeboxt, ey. Das Schlimme bei diesen Zombie-Pigmen ist ja, du greifst die an und die sind unendlich lang sauer auf dich. Die hören nicht mehr auf, sauer zu sein. Naja, das ist... Du kommst hier rein in die Hölle, denkst dir, okay, gut, ich habe sie angegriffen, sie haben mich gekillt. Gehe ich in die Hölle und hol mir mein Zeug wieder. Denkst du, die sind immer noch sauer auf dich. Tja, wenn du nur ein super, wenn du nur ein super mega Diamantschwert hattest mit übelsten Powerkräften, dann hast du ein Problem. Dann wirst du nämlich kurz danach kein Diamantenschwert mit super mega Powerkräften mehr haben, weil du gar nicht mal rechtzeitig durchkommst, bis es decayed. Okay. Hier sind eine Menge Erze. Ich sammle gerade so ein bisschen Erze in der Hölle, lieber Wolke. Was ist das? Sogar Pilze gibt es. Sammelst du Erze in der Hölle? Ich sammle Erze in der Hölle. Höllenerz. Ja. Nee, Ärzte. Höllenerz. Oh, Ärzte. Ich dachte gerade, ich bin ein Loch gesprungen, wo mein Tod auf mich wartet, ey. Alter Schwede. Ist nicht feierlich. Der Seelensand sieht aber mega gut aus im Texture Pack. Oh! Schleimi! Hat aber leider nichts gedroppt, der Schleimi. Schade, schade. Ich mach mir etwas Angst, dass ich doch da hinten ist ein Gast, okay. Oh, ist der hässlich. Okay.